53 PS, die warten auf mich. Wir sind jetzt hier auf einem Rasthof zwischen Frankfurt und Mannheim. Und heute wird mein neues Auto abgeholt und ich nehme dich mal mit auf diesen Trip. Wir sind jetzt fast da. Ich freue mich total. Ja, ich habe ja schon erzählt, 550 PS, 770 Newtonmeter Drehmoment in 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Also das sind schon ein paar Facts, die machen neugierig. Ne? Ratet doch mal, was ihr glaubt, was das für ein Auto wird. Schreibt mal hier in die Kommentare unter das Video rein, was du denkst, was da rauskommt. Krass. Jetzt erstmal hier Technikeinweisung. Der Knaller. Ich merke, es ist tatsächlich noch mal was anderes, wenn du sowas als Dienstwagen fährst. Ja, ich meine, das habe ich ja früher auch schon gefahren. Ist ja kein Thema, Technik und das alles. Aber wenn es dir dann selber gehört, selbst erarbeitet, selbst hart verdient und dann sitzt du in sowas, das ist echt crank. Das ist so krass. Hätte ich nie gedacht. Also hätte ich nie gedacht. Das heißt, hätte ich nie gedacht, dass das sich so anfühlt, dass ich mich doch noch mal so doll über sowas freue. Weil so im Vorfeld war das alles so, naja, okay, ja, dann fährt man jetzt mal im Porsche. Ja, mal kein AMG, mal nichts anderes, kein BMW, sondern ja. Aber dann jetzt hier so drin zu sitzen und dieses Ganze physisch zu erleben und total
unabhängig, keiner redet rein, keinem gehört das Ding, keiner macht dir Vorgaben, es ist mein Auto. Das ist schon echt richtig krass. Vor allem, wenn man bedenkt, damals, als ich bei Porsche und später dann für Porsche gearbeitet habe, damals zu sagen, hey, okay, was für Leute kaufen sich so ein Auto? Ja, was für Leute sind das, die genug Kohle auf der Seite haben, die es geschafft haben, die sich das ganz entspannt leisten können? Und ja, jetzt selber zu sehen, wie das geht, dass es geht, sich Ziele zu setzen und auch dahin zu kommen. Und jetzt hier so drin zu sitzen, das ist schon echt krank. Krank, geil und ja, ich feiere das total gerade. Ja. Ich habe Schmerzen in meinen Wangen vor lauter Grinsen im Gesicht. Das tut richtig weh hier. Krass, dass ich mich nochmal über sowas so doll freue, hätte ich nie gedacht. Wenn du mal so ein Auto fährst, dann weißt du auch, warum Motorsport tatsächlich ein Sport ist. Weil es halt einfach arschanstrengend ist. Wenn du so ein Auto fährst, du hast ja immer im Vollgas und im Tempo, in der Kurvenlage vor allem, geht ja dein Körper immer mit den Fliehkräften mit. Ja? Die Kräfte, die wirken ja komplett auf dich. Ja? So 550 PS, das merkst du auch an deinem Body am Ende. Und ja, da muss man halt einfach mal so eine Karre gefahren sein, um zu wissen, erstmal, was daran geil ist. Ja, das ist halt, das weiß man halt wirklich immer nur, wenn man es mal gemacht hat und getestet hat. Und dass es wirklich auch ein Sport ist, Motorsport. Das, was das Coole ist am Ziele setzen, ist mit solchen Sachen, dass du es physisch sehr schnell greifst und realisierst. Ja, wenn du halt nur Zahlen hinterher hechelst, ne, wo du sagst, ah, 5 Millionen Umsatz oder sowas, dann ist das halt, ja, dann hast du halt ein paar Nullen auf dem Konto, ne, dann hast du was erreicht, aber du hast halt diese Emotionalität, dieses Griffige nicht in Ziel auch wirklich physisch anzufassen und zu erreichen. Und was meine Erfahrung ist beim Thema maximale Performance und Next Level, also wirklich große, massive unternehmerische Erfolge zu haben, dass du dir als Unternehmer auch immer mal wieder zwischendrin solche Ankerpunkte setzen solltest, wie solche Ziele, auch die dann natürlich auch materiell sind, dass du auch wirklich diesen Sprung im Wachstum, in deinem Unternehmenswachstum selbst verarbeiten kannst und auch Triggerpunkte hast, das zu realisieren. Ich merke das gerade, wenn ich hier in dem Auto sitze, für mich ist das ja nichts Neues, aber trotzdem macht das was mit einem. Ja? Und trotzdem merke ich, dass ich die ganze Zeit denke, so, wow, das ist so krass und ich habe mir das echt verdient und ne, ja, das ist jetzt meins und so weiter. Und das ist so unfassbar wichtig, wenn du so große Ziele anstrebst, dass du selber eine Verbindung dazu herstellst, indem du immer mal wieder, ja, wie so kleine Meilensteine auch auf monetärer Ebene, auf materieller Ebene schaffst, um es in die Realität zu bringen. Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt.